Guten Morgen, heute ist ein schöner Tag, stressfrei hoffe ich. Ich fahre jetzt nach Gera abladen, dann nach Mosel, Leergutladen für Heidelberg, dann Heidelberg und dann ist Feierabend. Also Leute, auf geht's in den Kampf. Ach ja, Montag ist schon Tag. Naja, nicht wirklich, aber heute ist es eigentlich nicht so stressig. Heute ist es relativ entspannt. In Gera jetzt abladen. Und dann nach Mosel, Leergutladen für Heidelberg, nach Heidelberg und dann ist Feierabend. Geladen wird morgen früh um 7. Hab gerade mal Verkehrsfunk gehört. Also auf meiner Richtung auf der A4 ist nichts los. Wie es dann natürlich in Hessen aussieht, weiß ich nicht. Das muss ich dann erst mal schauen, wenn ich in Hessen bin. Wie ihr seht, ist schon tüchtig Wasser in der Elster. Ganz schön viel. Naja, es hat ja auch ganz schön getrascht am Wochenende. Bei uns war tüchtig Gewitter. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt hier funktioniert, wie schnell ich jetzt hier dran komme. Das Abladen selber dürfte nicht lange dauern. Ich habe ja bloß auf der Maschine 33 Paletten. Hänger ist ja leer. Also müsste es eigentlich recht flugs gehen. Vor allem sind es große Paletten, die sich schön abladen lassen. Nicht diese kleinen Eisenkisten, Katzenklos sagen wir immer dazu. Können die dort gar nicht leiden, weil die immer so kippeln beim Abladen. Die sind immer 6 hoch oder 8 hoch, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 8 hoch. Jedenfalls kippeln die immer, da hat schon mal einer einen Stapel umgeschmissen. Zum Glück stand ich weit weg. So, nun haben wir es doch gleich geschafft, sind wir doch gleich durch. Hier oben bei der Feuerwehr noch mal links abbiegen und dann gerade lang hier. Na was denn jetzt? Ich blinke links und der fährt hier noch an mir vorbei. Sag mal, ist aber auch nicht normal. Also auf dem Parkplatz ist nicht viel los. Und hinten am Zaun. Das ist ein Stahlauto. Gartner, die bringen Stahlrollen. Hier fährt gerade einer hin zum Entladen oder zum Laden. Werde ich sehen. Naja, geht doch. Ich denke mal, das dauert gar nicht so lange jetzt hier. So, fertig in Gera mit Abladen. Jetzt geht's nach Mosel, Leergutladen für Heidelberg.
schnell. Noch vor der Pause haben sie mich hier abgefertigt. Ich stand nicht einmal 10 Minuten, da haben sie mich reingerufen. Und dann kam auch schon der Staplerfahrer, da hatte ich noch nicht einmal ganz auf. Also rucki zucki ging das alles hier. Jetzt fahre ich nach Mosel. Jetzt ist es 10, bin ich 10:30 dort. Um 11 habe ich Zeitfenster. Also ist auch eine gute Zeit. Mit bisschen Glück bin ich 11:30 in Mosel raus. Also was will ich mehr? Ich muss bloß jetzt aufpassen, dass ich auf der richtigen Seite fahre von der Autobahn. Weil ich muss jetzt Richtung Dresden fahren. Nicht Richtung Frankfurt, wie sonst, wenn ich hier rauskomme. Also jetzt hier rechts abbiegen. So, und dann muss ich mal gucken, wie das ist mit der Auffahrt Hermsdorf Ost. Da werde ich wahrscheinlich am Kreuz drehen müssen. Und dann das Stück zurückfahren. Naja, heute ist nicht so schlimm. Heute habe ich Luft und morgen tanke ich dann gleich hoch zu. Da bin ich dann gleich auf der richtigen Seite. Alles im grünen Bereich. Mosel, ich komme. Ach, der fährt ins Werk. Der muss abladen. Das ist so ein Werksverkehr hier. Der kommt von Grossen und fährt jetzt ins VW-Werk. Module hinschaffen, Cockpit-Module. Das sind so vormontierte Armaturenbretter. Also dieses Plasteteil praktisch, das Armaturenbrett mit den ganzen Instrumenten drin. So. Dann wollen wir mal uns hier mit anstellen. Manche können auch nicht lesen. Steht ein LKW auf der PKW-Spur. Naja, nicht schlecht. So, wie lange habe ich denn gebraucht? Naja. Dreiviertel Stunde. So, gehe ich mich erstmal anmelden. Bis gleich. So, das ging doch wieder rucki zucki hier. Da hat gleich der Staplerfahrer von der Produktion angefangen mit Aufladen. 14 Container habe ich. Und jetzt kann ich gleich wieder losdüsen. Allerdings muss ich dann gleich erst beim ersten Rasthof kurz rausfahren. Ein Bedürfnis erledigen. Hier im VW-Werk gibt es ja nirgends Toiletten, wo du als Fahrer hingehen kannst. In die Hallen darfst du ja nicht. Und die Fahrertoilette auf dem Parkplatz, die mag ich nicht. Also bezahle ich doch lieber die 70 Cent auf dem Rasthof, wo ich dann 50 wieder kriege. Und in Hermsdorf muss ich ja auch noch tanken. Ach, da gehe ich in Hermsdorf auf Toilette. So weit halte ich es noch aus. Da brauche ich gar keine 70 Cent bezahlen. Ha! Genau! So der Plan. Und der Plan ist gut. Also zwischen 6 und 7, denke ich, bin ich in Heidelberg. Mal gucken, wie es läuft.
Bis um 8 muss ich unten stehen, dann habe ich 11 Stunden Pause. So. Jetzt war ich tanken und habe alles voll. 665 Liter Diesel. Das Ding haben sie auch sehr intelligent hier abgestellt. Alter! Noch ein gescheites Plätzchen finden zum Parken und dann ist alles gut. Dann ist Feierabend bis morgen früh um 7. Oh, hier hat es überall Äste runtergepfiffen. Muss es ganz schön gestürmelt haben hier. Naja, habe ich es doch ganz gut geschafft in meiner Zeit. Bin ich doch mit 13 Stunden Schichtzeit gut dabei. Kann ich schön 11 Stunden Pause machen. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Hier stehen sie schon überall. Also fahre ich doch gleich hier links hoch. Und stelle mich gleich hier daneben, hinter den. Stelle ich mich doch gleich hinter den. Passt. Dann habe ich es nicht einmal weit bis zur Anmeldung morgen früh. Also ich stehe. So, meine Freunde. Ich habe es jetzt geschafft nach Heidelberg. Mit knapp 13 Stunden Schichtzeit. Allerdings ein bisschen was über 9 Stunden Lenkzeit. Aber damit muss ich halt klarkommen. Das ist aber auch nur durch den Stau heute gewesen, wo dieser Unfall war. Naja, muss ich damit leben. Kann ich es auch nicht ändern. Also ich stehe jetzt in Heidelberg hier auf dem Parkplatz. Mache jetzt Pause bis morgen früh um 7. Dann melde ich mich an und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also dann in diesem Sinne, Stau- und knitterfreie Fahrt. Und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss, bis morgen.